Der DFB zieht einen Schlussstrich unter den Kleinkrieg seiner Schiedsrichter Manuel Gräfe, der schwere Vorwürfe erhoben hatte. Wird Helmut Krug seine Funktion in der Schiedsrichterkommission Elite aufgeben? Herbert Fandl wird keine Lehrgänge der Elite-Referees mehr besuchen, bleibt aber auf Wunsch der Mehrheit der Bundesliga-Schiedsrichter deren Coach Manuel Gräfe, der die öffentliche Auseinandersetzung durch Vorwürfe gegen Krug und Fandl ausgelöst hatte, darf sich in Zukunft nicht mehr unabgestimmt in der Öffentlichkeit äußern. Andernfalls wird er nicht mehr als Schiedsrichter in der Bundesliga eingesetzt. Heißt es in der DFB-Mitteilung, außerdem werde Gräfe ab sofort nicht mehr als Videoassistent in der Bundesliga eingesetzt. Klaus Kinkel, früherer Außen- und Justizminister und derzeit Vorsitzender der Ethikkommission, sagte Kinkel, aufgrund der Vielzahl der Gespräche und Kontakte gehe ich davon aus, die einen Konflikt beruhigt habe, der das gesamte Schiedsrichterwesen in den vergangenen Monaten belastet hat. Gräfe hatte den früheren Schiri-Bossen Fandl und Krug fehlende Transparenz, Vetternwirtschaft und schlechten Führungsstil vorgeworfen. Ein Friedensgipfel in Frankfurt, man hatte zunächst keine Einigung gebracht. Gräfe hatte seine Anschuldigungen, die während des vierstündigen Gesprächs mit allen Beteiligten offenbar von Schiedsrichtersprecher Felix Brüch untermauert worden waren, hatte DFB-Präsident Reinhard Grindel damals gesagt. Quelle: ntvde.